Es ist ja irre, dass die Hälfte der Bevölkerung noch nicht begriffen hat, was eigentlich los ist. Die Regierung sowieso nicht. Opposition, CDU und CSU, betrachte ich als Totalausfall. LeserInnen und ZuschauerInnen. Dieser Schwachsinn, wo ja jeder denkende Mensch denkt, er sei im Funkloch oder irgendwas. Die meisten Politiker, man kann ihn nicht über einen Kamm scheren, verachten ja das Volk. Man will die Demokratie retten, indem man die Demokratie eigentlich abschafft. Peter Hane redet Klartext. Wir sitzen wie auf der Titanic und die Musik spielt, während die Menschen nicht bemerken, wie unser Land vor die Wand fährt. Regierung und Opposition haben versagt und das Volk wird verachtet und bevormundet. Aber wann sagen wir endlich, es reicht? Was muss noch passieren? Vielleicht die Hungersnot? Schauen wir gleich rein. Naja, es ist schon wie auf der Titanic. Die Kapelle spielt noch. Es ist ja irre, dass die Hälfte der Bevölkerung noch nicht begriffen hat, was eigentlich los ist. Die Regierung sowieso nicht. Opposition, CDU und CSU, betrachte ich als Totalausfall. Das heißt, wir haben in Landesregierungen und Bundesregierungen ein Tollhaus. Einmal, ich schreibe ja Idioten und da muss ich immer sofort gleich sagen, bevor Herr Haldenwang, der ja ein CDU-Funktionär ist, als enger Mitarbeiter von Frau Faeser, bevor der hier auftritt. Wir sind ja Humanisten, wir beiden, und wir wissen aus Latein und Griechisch, wenn also der alte Grieche einen Klempner bestellte und es kam ein Metzger, dann kam ein Idiot, Idiotes, von der Sprache her. Und genau das haben wir jetzt. Das finde ich die absolute Idiotie, dass wir sozusagen Hilfskräfte, Ungebildete, Nichtfachleute in den Regierungen und in den Parlamenten haben. Seit diesen geschwärzten RKI-Files, ist ja auch interessant, schwärzen ist ja purer Rassismus. Man kann ja froh sein, dass die geschwärzt sind nur und nicht getürkt, das Ganze. Ja. Das wäre ja noch rassistischer. Das ist alles ein heller Wahnsinn. Wir wissen jetzt amtlich, dass wir seit 2020, also schon zu Beginn dieser ganzen Geschichte, in die Irre geführt wurden, belogen wurden. Und da muss ich fragen, warum macht das die Politik? Und warum haben alle mitgemacht? Wieder besseres Wissen, denn sie wussten ja, dass das alles harmlos war. Irgendwie nehmen die Leute das alles geradezu gottgegeben hin, obwohl man doch sieht, wohin jetzt die Reise geht. Das heißt, es ist doch unbezahlbar. Es wird dann gesagt, oh, die Inflation, die haben wir gestoppt. Wir haben sogar die Zahlen gesenkt. In Wahrheit sind in diesen Tagen, wo wir uns jetzt unterhalten, die Preise ungefähr 10% gestiegen im Supermarkt, im Drogeriemarkt, alles, was man so braucht. Ja. Und komischerweise, die Leute ziehen daraus keine Konsequenzen. Was ich ja noch am schlimmsten finde, ist dieser ganze Genderwahn. Das heißt, es fing mal an mit diesem Schluck auf, den meine Nachfolgerin in der Heute-Sendung ja praktiziert hat, LeserInnen und ZuschauerInnen. Dieser Schwachsinn, wo ja jeder denkende Mensch denkt, er sei im Funkloch oder irgendwas. Das soll also jetzt die Gerechtigkeit der Sprache bringen. Aber eine Regierung, die ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass man sein Geschlecht ändern kann, mit 14 und die Eltern verklagen kann, wenn die dagegen sind. Und das Ganze kann man jedes Jahr wechseln. Wer das auf den Weg gab, hat sich endgültig verabschiedet von Verstand, von Vernunft, von Werten. Es wird immer jetzt geredet, wir verteidigen die westlichen Werte und jetzt der böse Putin, da müssen wir jetzt mit den westlichen Werten kommen. Sowohl die arabische Welt als auch vor allem der Osten Europas lacht doch nur noch über uns. Gut, das hat was Dämonisches. In meinen Augen ist das schon sozusagen eine Kategorie, die fast menschlich nicht mehr zu messen ist. Es hat was Zerstörerisches. Diabolisches, Dämonisches, das heißt die Verachtung des Volkes. Die meisten Politiker, man kann ihn nicht über einen Kamm scheren, verachten ja das Volk. Es gibt auch eine Form von Journalismus, das ist pure Verachtung der Leute.
Nach dem Motto, also mit Gender und all diesen Dingen, ihr Blöden seid noch nicht so weit. Mhm. Wir haben ja schon die Lösung und das werden wir euch jetzt mal präsentieren. Von oben herab praktisch erziehen. Ja. Und dann, wissen Sie, was mich am meisten aufregt, ist nur ein Beispiel. Man will die Demokratie retten, indem man die Demokratie eigentlich abschafft. Mhm. Und das können Sie in vielen Bereichen nachweisen. Man will Toleranz, aber die Intolerantesten sind die Toleranten. Ja. Man muss sich vorstellen, man will eine offene Gesellschaft, aber ein Drittel der Wähler gehört nicht dazu. Ja, oder die Ungeimpften. Oder die Ungeimpften gehören nicht dazu. Das ist ein solcher Wahnsinn. Und da muss ich wirklich sagen, ich kann nur appellieren an unsere Zuschauer, das doch bitte zu durchschauen und auch sozusagen den Tätern die Rechnung präsentieren. Mhm. Es ist ein Wille zur Zerstörung. Ja, das ist natürlich eine Entwicklung. Sie müssen sich vorstellen, jetzt alleine die Grünen haben nun endlich mal die Chance, das, was sie uns ja schon seit 30 Jahren predigen, in Realpolitik umzumünzen. Die Opfer sind wir ja und die Opfer sind die Bürger und die merken es erst immer ein paar Jahre später. Und dann, solange keine Opposition da ist, wir haben die AfD, wir haben Sarah Wagenknecht, wir haben meinetwegen auch die Linkspartei, die noch auf den Putz hauen. Die CDU und die CSU fallen vollständig aus. Hm. Die von ihnen regierten Länder haben die höchste Ausländerkriminalität, haben die größte Verharmlosung des Islamismus. In Nordrhein-Westfalen ist an der Spitze von allem und ist seit Jahren und Jahrzehnten von der CDU regiert. Da kommen Innenminister und regen sich jetzt auf, dass die Hamas-Demonstrationen sind, dass Kalifate gefordert werden. Ja, Entschuldigung, das haben wir doch in der Entwicklung alles seit Jahren schon gesagt. Und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern nur mit Fakten und Daten und Zahlen. Sarrazin war einer der Ersten, hat mit allem Recht behalten, wurde vom Hof gejagt. Ich bin dem mal auf der Straße begegnet, so vor 2 Jahren. Und da sage ich, Herr Sarrazin, also jetzt haben Sie auch die Leute belogen. Mhm. Und zuckte etwas zusammen, dachte, jetzt wäre ich auch verrückt geworden. Und da sage ich, Sie nennen Ihr Buch, Deutschland schafft sich ab. Es müsste heißen, Deutschland hat sich ab. Wir haben uns abgeschafft. Die Demokratie ist in höchster Gefahr. Ich habe vor ein paar Tagen in Zürich gesprochen, zusammen mit Václav Klaus, dem ersten tschechischen Präsidenten. Das kann man auch im Internet nachgucken. Da habe ich mich ja regelrecht aufgeregt. Und dann kam dieser ruhige Klaus. Und ich merkte, wie enttäuscht der ist, wie auch resigniert der Osten in Deutschland, Mitteldeutschland. Mhm. Die sagen doch, jetzt haben wir unter Lebensgefahr für die Freiheit gekämpft. Der 9. November 89 war das Schlüsseldatum, dass wir endlich Freiheit haben, Demokratie und alles. Und dann sagen die Leute, ja dafür, dass wir das jetzt alles erleben, dass man immer sofort ausgegrenzt wird, wenn man den Mainstream nicht bedient. Sowas hat es ja eigentlich nie gegeben. Das haben ja noch nicht mal die größten Diktatoren geschafft. Der Witz ist, dass das alles noch mit Demokratie verkauft wird. Also ich meine, Sie müssen sich bitte vorstellen, und das kann man nicht oft genug sagen, der CDU-Innenminister von Sachsen, Herr Schuster, übrigens einer der Hauptverantwortlichen der A-Flut, dass da nämlich nicht rechtzeitig reagiert wurde. Er war ja Präsident des Katastrophenschutzamtes. Der ist dann belohnt worden von der CDU mit dem Innenministerium. Der stellt sich bei einer sogenannten Demo gegen rechts in Bautzen hin, sieht die Antifa-Fahnen und sagt, hier sind die wichtigsten Mitarbeiter zur Rettung der Demokratie. Und wo ist der Aufschrei? Das muss man sich mal einfach mal vorstellen. Und jetzt wundern Sie sich, dass Leipzig
mit Macheten und Angriffe. Mhm. Da ist dann der Islamismus und Antifa zusammen. Und die CDU sanktioniert das noch alle. Natürlich kann ich vergeben, aber zur Vergebung gibt es eine Grundvoraussetzung, nämlich das Eingeständnis von Schuld. Mhm. Also nicht, ja. Nach dem Motto Spahn. Auch leider meine frommen Mitchristen sind ja alle drauf reingefallen. Oh, wie schön. Er sagt, wir werden einmal viel zu verzeihen haben. Entschuldigung, als Politiker muss ich eine Politik machen, dass ich nichts zu verzeihen habe. Das ist eine gute und richtige Politik. Das ist das eine. Das andere, jetzt wird alles unter den Teppich gekehrt und das wird dann als Verzeihen verkauft, nach dem Motto, komme ich noch mal nach dem Motto, wir wollen alles aufklären, aber keine Schuldzuweisung und bitte keinen Querdenkergerichtshof. Mhm. Ja, entschuldigen, Christen sind Kreuz- und Querdenker. Ich kenne keinen Christen, ob das Luther ist oder in der Geschichte, die nicht Querdenker waren. Wichtig, wichtig. Und sie hatten eben als Grundlage die Botschaft der Bibel. Und da kann ich nur sagen, die ist aktueller denn je. Was bleibt uns also als Menschen, die mitten in diesem Chaos stehen? Wir sehen immer mehr, wie Politiker den moralischen Kompass verloren haben. Eine Regierung, die uns die Zukunft nehmen will und eine Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, endlich aufzuwachen. Peter Hane hat es eindrucksvoll auf den Punkt gebracht. Unsere Demokratie, unsere Freiheit und unser Zusammenhalt stehen auf dem Spiel. Jetzt ist die Zeit, dass wir alle hinsehen, dass wir Fragen stellen und nicht länger schweigen. Es geht darum, wer wir als Gesellschaft sein wollen. Wollen wir selbstbestimmt und mit Würde leben oder uns blind steuern lassen? Diese Entscheidung liegt bei uns. Lasst uns zeigen, dass wir uns nicht einfach treiben lassen. Lasst uns die Verantwortung für unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. Ja, Freunde, wie seht ihr das? Schreibt's mir einfach mal unten in die Kommentare rein. Wenn auch euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und lasst mir ein Like da. Teilt das Video mit euren Freunden und Familie. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Patrick. Ciao, ciao.